Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Transocean 2. Wir haben wieder einige Zweigstellen gekauft in der letzten Folge und jetzt müssen wir nur noch Europa Nord zusehen. Da fehlen uns noch 4 Stück. Da können wir aber nur mit kleinen Schiffen hin. Klasse 2 und Klasse 3. Dann müssen wir hier in allen Asienregionen noch jeweils eine Zweigstelle kaufen. Und dann fehlt uns noch Afrika. Da ist aber schon ein Schiff unterwegs. Und dann nur noch Südamerika, Ost und Australien. So, die Pacific Bay hat in Asien Nord wieder Punkte geholt. 4 Stück fehlen noch. Dann haben wir Asien Nord auch für uns erobert. Da könnten wir jetzt nach Busan. Haben wir schon mal 2 Punkte. Und dann 2 Punkte nach Japan. Dann haben wir Asien Nord für uns. Die Lena tuckert in Europa Süd umher. Klasse 3 Tanker. Ja, das bringt jetzt irgendwie nichts mehr. Jetzt werden wir mal einige Schiffe verkaufen, die keinen Sinn mehr machen. Damit wir nicht mehr so viel klicken müssen. Wir wollen ja mal ein bisschen vorankommen. Wenn man pro Folge immer nur ein oder zwei Tage weiterkommt. Wenn man sich hier nur in irgendwelchen Menüs durchklickt. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Die Vertigo Asien West Punkte geholt. Da fehlen uns noch etwas über 20. Mal gucken, was wir hier im Angebot haben. Port Said. 13 Punkte. So, laden wir die mal auf. Fahren wir erstmal dahin. Und dann gucken wir weiter. Die Casablanca. Klasse 5 Tanker. Was gibt es hier für schöne Aufträge? Port Said werden einigermaßen. Können wir auch nach Java. Dann haben wir hier 150 Millionen. Und mal wieder ein bisschen Geld sammeln. Die Saturn. 24 Punkte in Asien Süd. Könnten wir Kaohsiung haufenweise Aufträge. ...16 Punkte, sehr schön. Und der Champion ist angekommen in Mombasa. Fehlen uns noch 25 Punkte. Aber da brauchen wir doch eigentlich gar nichts mehr. Mombasa. Nö, da brauchen wir nichts mehr. Afrika West. Jetzt könnten wir mit dem Schiff auch mal gucken, ob wir hier irgendwie in Australien mal irgendwie Aufträge bekommen. Ne, Ziel beliebig. Ja, kein Australien dabei. Dann fahren wir mal so dahin. Aber das geht ja nicht mit unseren... zu weit entfernt. Okay, müssen wir erstmal tanken. So, jetzt geht's. Ja, fahren wir erstmal nach Fremantle.
ein Schiff ist ja schon unterwegs, die Florentina. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier bei den paar Häfen ein paar schöne Aufträge bekommen. Denn irgendwann müssen wir hier anfangen, Punkte zu sammeln. Genau wie in Südamerika. Und Europa Nord. Die Clara. Hier haben wir schon wieder 10 Punkte in Nord. Europa Nord. Da hätten wir jetzt nur St. Petersburg. Hier bräuchten wir eine Frachtdämpfung, um mal Aufträge mitnehmen zu können. Eine Frachtdämpfung. Mal kurz ranzoomen. Jetzt sind aber die Symbole immer kaum zu sehen. So, St. Petersburg, da könnten wir upgraden. Und dann nehmen wir den einen Auftrag an, auch wenn wir hier gar keine Punkte bekommen. Und die Liana, ja, 3 mickrige Punkte bekommen. Europa Nord. Das ist natürlich nicht gerade viel. So, St. Petersburg könnten wir einen Auftrag annehmen. Und dann erstmal nach Helsinki. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. Die Aphrodite repariert. In Jeddah. Dann könnten wir mit dem Schiff... Oh, hier wäre ein Auftrag nach Melbourne gewesen. Von Jeddah. Okay. Da brauchen wir aber ein größeres Schiff. Fahren wir mit dem Schiff auch mal nach Fremantle. . 57 Punkte in Asien Süd. Ja, jetzt können wir eine Mini-Tour machen nach Bangkok. 14 Punkte, ein Tag. Die Greenbelt, Klasse 4 Container, und da haben wir in Asien Nord genügend Punkte gesammelt. Ja, wunderbar. Dann können wir hier sofort die Zweigstelle kaufen in Shanghai, die Werft. Die Werft in Shanghai wurde gekauft. Jetzt brauchen wir nicht mehr nach Asien Nord. Dann können wir mit dem Schiff... gleich Richtung Asien Süd. Ja, Kaohsiung. Und von da aus Richtung Australien. Es gibt ja Melbourne, ist ein Hafen Klasse 4. Mal gucken, ob wir da Aufträge bekommen. So, Pacific Bay, Klasse 3 Tanker. So, den können wir, glaube ich, jetzt auch mal verkaufen. Ach, das Schiff ist noch beladen. Hat noch Aufträge nach Kehin Ports. Dann fahren wir da mal hin. Dann verkaufen wir. Eines ihrer Schiffe wird aufgehalten. Der Kormoran wird aufgehalten. Wo auch immer der steckt. Die Maya Theresa.
Immer nur ein paar Pünktchen hier. Europa Nord wird noch eine Herausforderung. So, da fahren wir jetzt nach Bergen. Aufträge waren wieder nicht vorhanden. Die Normandie. Jetzt haben wir schon 20 Punkte Europa Nord. Immer nur so 3, 4 Pünktchen. Da müssen wir ziemlich viele Touren machen. So, Hamburg. Das werden wir jetzt mal stornieren, weil wir hier schöne Aufträge haben. Hier hätten wir Helsinki. Weniger als ein Tag. 8 Punkte. Und dann könnten wir noch nach Bergen. Nochmal 8 Punkte. Ja, so muss das gehen. Dann die Mary. 250 Millionen. Hat nochmal einen Batzen Geld dazu gewonnen. Und oh, schöner Auftrag nach Le Havre, aber so lange Tour. Dann könnten wir hier nach Singapur. 170 Millionen. Ein bisschen Strafe, nicht ganz so schlimm. Die Vertigo! Beinahe genug Punkte gesammelt für Asien West. Dann haben wir da auch die letzte Zweigstelle. Da können wir vielleicht noch eine Tour machen. Hier auch noch Jeddah. 17 Punkte, das sollte reichen. Eine Eintagestour. Punkte Europa Nord. Wir kommen näher zur zweiten Zweigstelle. St. Petersburg, jawohl. Zwei Aufträge können wir noch mitnehmen. Ja, das lohnt doch jetzt mal. Von Helsinki nach Petersburg. Mit 11 Punkten. Und der Kentucky Cruiser bis auf einen Punkt, der jetzt fehlt. Ah, das ist ärgerlich. Ein einziger Punkt. Wir kriegen einfach keine Aufträge nach Australien, weil das ein Klasse 5 Schiff ist. So, wir gehen Ports nochmal hin, obwohl wir da schon die Zweigstellen haben. So, die Athena, Asien West, da haben wir es. Asien West, da kaufen wir uns jetzt in Java die letzte Zweigstelle. Das Upgrade-Dock in Jawaharlal Nehru Port wurde gekauft. Jo, Asien West gehört uns jetzt auch. Asien Süd fehlt noch ein einziger Punkt. Dann haben wir ganz Asien unter unserer Kontrolle. Und ja, dann können wir jetzt das Schiff, den Klasse 5 Container verkaufen, weil wir jetzt eigentlich nirgends mehr irgendwie damit hinkommen. Und der Kobalt Carrier hat den einen fehlenden Punkt hier eingefahren. Jawohl, dann können wir die Zweigstelle auch noch kaufen in Kaohsiung. Das Upgrade-Dock in Kaohsiung wurde gekauft. Kaohsiung, so wird das richtig ausgesprochen.
So, jetzt haben wir ja den Klasse 2 Tanker hier in Bangkok. Den brauchen wir nicht mehr, der wird jetzt verkauft. Dann haben wir Singapur. Mann, hier ist ja gar kein Schiff im Hafen. Jawohl, also ganz Asien gehört uns jetzt unter unserer Kontrolle. Jetzt fehlt nur noch der Rest. In Afrika ist das Schiff immer noch unterwegs. Dann gehört uns Afrika auch. Und dann fehlt jetzt nur noch Südamerika, Ost, Australien und Europa Nord. Da, wo es nur kleine Häfen gibt, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, da die Punkte zu sammeln. Aber wir werden hier genügend Schiffe kaufen, damit wir hier immer so kleine Touren machen. Das sollte kein Problem sein, denn wir haben noch 140 Tage Zeit, haben 79% jetzt schon an Zweigstellen übernommen. Damit haben wir die Silbermedaille auf jeden Fall schon sicher. Ja, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir weiter daran arbeiten, die letzten Zweigstellen zu bekommen. Würde ich mich drüber freuen, und genauso wie du einen Daumen nach oben gibst, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.